15 Jahre Mühlengeschichte stehen hier quasi auf dem Tisch. Wir haben da hinten angefangen und heute sind wir hier angekommen bei den Einzelportionen bzw. Single-Dosing-Mühlen. Was hat es damit auf sich? Wieso machen wir beide zu Hause Einzelportionen und was sind die Stärken, aber vielleicht auch die Schwächen dieser Methode? Darüber sprechen wir in diesem Video. Jahre Mühlengeschichte und noch mehr stehen hier auf dem Tisch. Da hinten haben wir angefangen, heute sind wir hier angekommen bei Einzelportionen Mühle. Und so machen wir beide heute zu Hause Espresso. Wie genau ist der Ablauf heute, Micha? Ja, heute ist es nicht mehr so, dass ihr Kaffee einfach in den Bohnenbehälter kippt und dann irgendwie draufdrückt und wartet, was rauskommt, sondern man wiegt seine 18, 19 Gramm, je nachdem, was man für die Dosierung braucht, ab, sprayt vielleicht noch etwas Wasser drauf und macht das dann in den Bohnenbehälter bzw. in den Weg direkt auf dem kürzesten Weg in die Mahlkammer und dann im Normalfall sollten auch wieder diese 18 oder 19 Gramm, die ihr dosiert habt, dann wieder rauskommen. Ganz genau so ist es. Und vor 20 Jahren aber was anders, Michel, als ich angefangen habe in der Gastronomie damals, habe ich diese Mühle angetroffen, die Mazzarobur, eine Dosierbehälter-Vorratsspeicher-Espresso-Mühle, hat oben richtig viel gefasst. Ist natürlich auch eine Gastromühle jetzt in dem Kontext, aber genauso sahen dann auch die heimischen Maschinen aus. Die Mühle hat eigentlich, wenn man sie nicht gestoppt hat, kontinuierlich immer gemahlen. Das Ganze dann rausgelassen in diesen Zwischenbereich, in diesen Vorratshalter. Und der hatte eben so einen Sensor, hat immer gemerkt, ob er voll ist oder nicht. Und wenn man sie nicht ausgemacht hat, hat sie halt nachgemahlen. Und dann haben wir via Stern durch ein Klacken nach vorne jeweils Espresso oder Kaffeepulver eben in den Siebträger hinein flatschen lassen. Ja. Mehr oder weniger genau, volumetrisch genau. Denn man hat einfach wirklich einmal so einen Behälter, einen Stern, quasi einen Sternkranz-Ecke geleert. Ja. Und das war dann eben das, was in den Siebträger reingefallen ist. Zum Teil haben wir es so eingestellt, dass man auch zweimal musste. Und dann waren eben die 14 oder die 18 Gramm drin. So hat alles angefangen. Hat natürlich große Nachteile. Welche denn? Hat super große Nachteile. Ihr habt erstens einfach super viel vorgemahlenen Kaffee. Und im dümmsten Fall seid ihr irgendwo in einem Café, was Sonntag, Montag zu hat oder Samstag, Sonntag zu hat. Und ihr kommt dann montags als Erster oder Erste dahin und möchtet da Kaffee trinken. Und wenn ihr Pech gehabt hattet, dann war dieser Behälter noch voll vor dem Wochenende. Und dann war natürlich beim Kaffee nicht mehr viel an Geschmack vorhanden. Die zweite Problematik, ich habe die Mühlen auch einige Male in Betrieb genommen in meiner Anfangszeit als Außendienstler. Ihr hattet ja in der Gastronomie auch oftmals Einer- und Doppelportion. Das heißt, die Einer-Portion war immer die Hälfte der Doppelportion und hatte durch das einfach eine Extraktionszeit von teilweise 10, 12 Sekunden, weil es gar nicht anders möglich war, weil dann die doppelte, oftmals waren das noch 16 Gramm Siebe, mit 16 Gramm verwendet wurde und die Einer mit 8 und die doppelte war dann gut und die Einer war dann halt so. Genau. Ja. Hinzu kam, man konnte sich nicht gut einstellen, weil erst immer alles ausgemahlen werden musste. Also viele, viele Nachteile. Und zu Hause natürlich die gleiche Geschichte. Zu Hause wurde wahrscheinlich noch viel weniger Kaffee gemacht als in einem frequentierten Kaffee. Übrigens, die Mühle war immer schneller. Das muss man ganz klar sagen. Diese Mühle, wenn sie läuft, wenn sie in Betrieb war, dann war die immer schneller. Und man kann mit dieser Mühle auch sehr guten Espresso machen. Jetzt gerade hier so eine große Mühle hat einen dicken, fetten Motor. Schöne Geschichte. Wir haben uns weiterentwickelt zu dann Grind on Demand, Michel. Genau. Was ist da das Prinzip? Wir haben einfach Bohnen oben rein, halt ein bisschen was oben drin in den Bohnenbehälter und dann habt ihr eine Zeit eingestellt und dann habt ihr eigentlich der Mühle über einen Druckschalter oder einen Knopfdruck oder was auch immer einen Impuls gegeben, jetzt möchte ich gerne Kaffee haben. Das war definitiv ein Riesenfortschritt. Also ich meine, zwischen hier, also wir hätten eigentlich diesen Abstand hier bis hier rüber machen müssen, weil hier war echt so qualitativ eine Welt dazwischen. Und es hat auch gedauert, also und es ist auch noch nicht so alt. Ne? Ja. Also 2010 hat sich das mehr und mehr durchgesetzt. Ja. Und aber wir finden natürlich Dosierbehältermühlen, insbesondere in Gastronomien, vielleicht eher auch im ländlichen Kontext immer noch. Genau, und dann habt ihr hier eine Zeit programmiert. Im gastronomischen Kontext waren das irgendwo 5, 6, 7 Sekunden. Im Haushaltsbereich sind es heute so 10 Sekunden, vielleicht auch mal 15, wenn die Mühle etwas langsamer ist. Und ihr habt da eure Dosierung. Der Vorteil da dabei ist, ihr müsst nicht vorher abwiegen. Die Dosierungen sind je nach Mühle relativ präzise. Ihr könnt einfach in den Siebträger reinmalen. Ihr müsst nicht mit dem Becher hantieren. Das ist definitiv der Vorteil dieser Mühle. Absolut.
Dennoch hat auch diese Mühle noch einige Nachteile. Vor allem früher hatten sie die noch öfters, denn tatsächlich ist diese Mahlzeitmengenausgabe nicht so präzise, Michel. Wir haben zwar frischen Kaffee gemahlen, aber die Menge war nicht immer die, die wir gewünscht haben. Also wenn wir zum Beispiel 18 Gramm im Bohnenbehälter haben wollten, haben uns manche Mühlen 17 gegeben und andere 19. Und insofern war der nächste Schritt ganz wesentlich, nämlich Grind by Weight. Ja. Das heißt, wir haben eine kleine Waage integriert hier in der Siebaufhängung, jetzt in diesem Fall bei der Eureka Zero heißt sie, oder? Libra. Libra heißt sie, genau. Dann möchte ich gerne jetzt für dieses Sieb 17,5 Gramm. Und jetzt darfst du mal hier auf den Knopf drücken, da wo du eigentlich eine Doppelmahle, ja, einfach mal drauf drücken. Und bitte, genau, Tisch nicht mehr groß wackeln, das wäre mega unfair. In diesem Fall bei der Eureka Libra. Der Siebträger wird abgewogen und dann wird gemahlen, bis die gewünschte Menge im Siebträger ist. Im Prinzip aber vom Bohnenbehälter eigentlich sehr ähnlich. Genau, prinzipieller Aufbau genau gleich. Einfach, ich habe keine Zeit, sondern ich habe wirklich ein Gewicht. Das ist mega sinnvoll. Was beide aber als Nachteil, vor allem im reinen Heimgebrauch mitbringen, ist der Totraum. Nämlich, ihr habt bei beiden Mühlen irgendwo einen Bereich in der Mahlkammer, um die Mahlkammer herum, in dem Weg zu dem Auslauf, wo dann der Kaffee irgendwann rauskommt, wo alter Kaffee drin ist. Das sind im besten Fall 2 bis 3 Gramm, im dümmsten Fall aber auch mal über 10 Gramm, je nach Mühle. Und das war hier noch nicht gelöst. Das macht absolut Sinn im gastronomischen Kontext. Bei großen Mühlen ist das, wenn ihr groß viel Output habt, zu Hause, wenn ihr aber jedes Mal 4-5 Gramm wegschmeißen müsst, bis ihr wieder an den frischen Kaffee kommt, ist einfach ein bisschen mühsam. Deswegen ein großer Schritt, der insbesondere mit der Nische zu Hause ankam, zum Teil in manchen Espresso-Cafés, in manchen Cafés schon vorher eingeleitet wurde mit der EK43 aufgrund der Konstruktion, denn da gibt es eben weder eine Programmierung von Zeit noch eine Programmierung von Gewicht. Und ins Heimische hat das dann die Nische gebracht, nämlich Einzelportionenmahlung. Ja. Und du hast es eben schon gesagt, wir überlegen uns, welchen Kaffee wir heute trinken wollen. Wir überlegen uns, welches Prüfverhältnis wir wollen, eigentlich bevor wir anfangen, Kaffee zu mahlen. Wir wiegen es ab im Becher 18 Gramm in. Wir geben den Kaffee hier oben hinein. Wir mahlen dann in dem Moment super frisch, haben nichts hier oben gelagert. Es wird nichts alt, sondern es passiert in dem Moment. Wir nehmen es quasi gerade raus aus unserem Kaffeebeutel oder sogar wie der David im Gefrierschrank. Dazu machen wir noch mal ein eigenes Video über das Potenzial von Einfrieren von tollen Kaffees. Mahlen es in einen Bohnenbehälter oder in einen kleinen Dosierbecher oder direkt in den Siebträger und machen dann unseren Espresso. Super. Super, oder? Das Schöne daran, wir können relativ einfach von Kaffee zu Kaffee wechseln. Das geht hier jeweils nicht. Ihr müsst den Kaffee erst rausnehmen. Und damit könnt ihr Rezepte ausprobieren, damit könnt ihr verschiedene Sachen ausprobieren. Und manche davon lassen eben sogar zu, dass ihr auch mal einen Filterkaffee macht. Absolut. Und was wir aber auf jeden Fall noch ergänzen müssen, die Mühlen haben natürlich auch einen negativen Punkt. Also in dem Moment, wo ihr 20 Leute zu Hause habt, dann dauern die Brühungen. Und da können wir euch nur mitgeben, ich mache das zu Hause teilweise mit den ganz kleinen Weggläsern. Ich portioniere mir dann meine 18,5 Gramm vor, stelle die einfach neben die Mühle, dass das schon vorbereitet ist. Und dann geht das etwas schneller, wenn dann Gäste da sind. Und ich habe das große Glück, dass viele meine Gäste Kaffee machen können. Da kann ich sagen, ist schon abgewogen, kannst die einfach nehmen, eine Dosierung einmal durchmalen und Kaffee brühen. Aber da braucht es dann etwas mehr Zeit. Und dann ist es halt wirklich dieses Zelebrieren von Kaffeebrühen, wie es da zu Hause sein darf. Weißt du, was ich interessant finde? Als wir anfingen mit diesem Thema, habe auch ich erst gedacht, ja, erst den Kaffee abwiegen und dann mahlen, das braucht doch Zeit. Und heute ist das für mich das Normalste von der Welt. Einfach kurz die 18 Gramm abwiegen und oben reinschmeißen und dadurch einfach sicherstellen, dass wir ein gutes Prüfverhältnis haben. Und vor allem auch das Einstellen der gesamten Mühle, all das ist einfacher, viel, viel einfacher. Denn ihr habt ja wirklich reingeschmissen, was ihr auch wieder raushaben wollt. Auch das war hier ein Problem, denn wenn wir feiner oder gröber gemahlen haben, dann bedeutet das eben auch immer mehr oder weniger Kaffeepulver am Ende. Sprich, das war nie richtig präzise, das, was wir dann da rausbekommen haben. Und insofern ist das auch für das Einstellen und tatsächlich auch für die meisten hier Anfängerinnen und Anfänger in unseren Homebarista-Kursen ist das viel einfacher mit einer Einzelportionenmühle. Und das wollten wir euch berichten. So machen wir heute beide zu Hause Espresso, also nicht mehr so, kein Kaffee im Bohnenbehälter, sondern mit Single-Dosing-Mühlen. Mittlerweile gibt es eine ganze Playliste bei uns mit Single-Dosing-Mühlen, die wir schon getestet haben. Und wenn ihr mehr über Single-Dosing-Mühlen erfahren wollt, dann schaut doch mal in der Playlist. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Kaffee machen.
Wir sehen uns wieder nächste Woche. Passt auf euch auf und trinkt guten Kaffee. Tschüss und bis bald. Das hat er nicht gemacht.